Oh mein Gott, das muss ich jetzt einfach aufnehmen. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Diablo 3. Ich habe die Schlacht des Schlechtersichel gefunden. Die Sichel von dem ersten, also dem Endboss vom Akt 1. Und hat eine Chance von 25% Gegner zu euch heranzuziehen, wenn ihr angreift. Das seht ihr nachher, da kommt wirklich so ein Haken raus und zieht den Gegner heran, und ich habe vor ungefähr, ja, im letzten Rift einfach vor ungefähr einer Stunde noch den Aschemantel gefunden, habe somit die Sachen hier auf Feuer umgestellt, zum Beispiel hier Wirbelwind, Vulkanausbruch und hier Feuer. Da habe ich noch Erdbeben gehabt mit Feuer und jetzt habe ich Erdrutsch mal genommen. Ich hoffe, die haben, ja, Vulkan, da haben wir es ja schon. Also nächstes Level haben wir dann Vulkan. Gut. Jetzt müsste ich schauen, wie stark ich bin. Oh Gott. Das ist einfach nur krass. Aber der Haken habe ich jetzt nicht gesehen. Gehen wir mal in diese Höhle hinein. Ah, das ist die verlorene Mine. Sehr schön. Ja, da war kurz der Haken zu sehen, aber leider nur auf kurze Distanz. Zeig mir mal den Haken, komm schon. Vor allem recht cool, vor allem beim Schatzgoblin ist das sehr nett. So große Gegner sind überhaupt kein Problem mehr. Einfach mal kurz. Habt ihr das gesehen? Das war nur dieser 3400 Waffenschaden aus Feuer, wenn aktiviert wird. Es war nur dieses und schon habe ich extrem Damage gemacht. Das ist einfach Wahnsinn. Wie viel Damage mache ich jetzt? 72.000, das war von Level 61. Das hatte ich nicht mal mit der Zauberin auf Level 70. Und das hat ja einen riesen Unterschied, ob man Level 61 ist oder Level 70, weil die Items auf Level 70 einfach nur extrem OP sind. Ja, ich bin noch auf normal, weil ich will ja Unix sammeln und nicht irgendwie leveln oder Schwierigkeit haben. Darum bin ich jetzt einfach am Item sammeln. Darum sind die Gegner ein bisschen leichter, aber eben. Wenn die jetzt hier mit einem Schlag tot sind, dann sind sie auf Profi oder so auch mit einem Schlag, naja, oder mit zwei Schlägen tot und das macht keinen Unterschied. Ah, ihr habt es jetzt gesehen. Die Ding ist rausgekommen. Dieser Fanghaken. Ja, macht es wirklich keinen Unterschied, ob man auf normal spielt oder auf Meister. Oder noch höher. Weil OP ist einfach OP. So viel schnell angreifen. Seht ihr, ich kann einfach durchrushen. Nur die Großen, die kann ich noch nicht sofort töten, aber das wird auch bald. Aber dass sich jetzt wirklich drei Unix hintereinander so gute Items gefunden habe. Schaut hier zum Beispiel der Schädelgriff und Rakovs Glas des Lebens. Das habe ich schon mal gefunden. Das ist mein zweites Rakovs Ding. Amulett. Und ja, ich finde eigentlich nur gutes Zeugs mit den Barbaren. Ich kann einfach durchrushen. Einfach nur durchrennen. Ein Schlag. Und dann ist es tot. Und dann noch Erdrutsch. Und dann noch die Ahnen. Sehr schön. OP. Easy Mode. That's easy. So, warte das mal ab.
gehen wir weiter. Okay, hier in diesem Gang haben wir es, haben wir das Erz. Und die Kiste war auch in diesem Gang. Jetzt gehen wir in einen anderen Gang. Ja, zum Beispiel hier nach oben. Hier ist das Ende. Okay. Boom. Und ein Crit. Und das Schwert sieht auch lustig aus. Das könnte ich noch modifizieren und so. Machen wir nachher eine Crafting-Runde. So, machen wir wieder den Erdrutsch. Der ist ready. Aber nicht hier. Auch nicht hier. Gibt es keine besseren Gegner. Schon fertig, okay, dann setzen wir ihn das nächste Mal ein oder hier. Schon tot. Gut. Ja, da können wir Sachen verkaufen. Da ist immer noch so Schrott drin. Nichts Gescheites. Plus 2,2 Schaden mehr nehmen wir doch gerne. Da nehmen wir auch rein. Nö. Wir haben keinen Hieb. Und schauen wir hier noch. Ah, hier ist der Gürtel. Als nächstes Gebiet. Halle der Agonie. So. Der hat ja null Chance abzuhauen. Erinnert mich an einen Blizzard-Mitarbeiter. Ich werde die Köpfe der Spieler auf Spießen sehen, wenn sie nicht aufhören zu ja, das Game schlecht zu reden und so. Nein. Blizzard ist ja nicht ganz so schlimm wie zum Beispiel EA Games, aber ja, um sie zu töten, da muss viel mehr. Da muss es viel mehr geben. Wir wollen sie nicht aufspießen sehen, wir wollen nur, dass Blizzard endlich mal das Geld den Armen schenkt und dafür mehr Arbeit. Man sollte allen reichen Leuten, die nur so, ja, nicht mich gemeinnützige Arbeit machen, nur eigennützige und noch Geld scheffeln wollen und alles mögliche. Diese Reiche sollte man alles Geld wegnehmen, dass sie wieder bettelarm sind und dann müssen sie wieder arbeiten. Und alles den Armen geben, den Kranken, den Flüchtlingen und alles mögliche. Den netten Menschen. Ich
Ich brauche auch Blut. Hier haben wir Blut, Kultistenblut. Kann man jetzt nicht hier runterhüpfen. Ich glaube, der Event wird gar nicht angenommen. Also, ihr müsst bis dorthin, bis zum Ausgang gehen und dann runterspringen, sonst wird der Event nicht ausgelöst. Und wo haben wir denn die Zombies? Hey Zombie, was machst du hier? So, dann haben wir das gemacht. Komm raus. Ja. Gut, danke. Nächste Quest. Was müssen wir hier tun? Tötet Gleitschwinger. Oh, Party ist hier unten. So. Dann stellen wir nachher gleich mal auf Meister und machen dann noch einen Rift. Aber zuerst will ich ausprobieren, ob ich überlebe mit Meister. Aber ich denke schon, wir haben so eine gute Zähigkeit. Wir haben 722 Zähigkeit. Um mein geliebtes Tristram zu schützen, muss ich mich in das Labyrinth begeben, um dort allein zu sterben. Das ist auch irgendwie komisch. Oh, ich habe den König getötet, jetzt muss ich mich einschließen in eine Gruft und sterben. Wow, toll. Geht doch irgendwann in ein anderes Land fertig. Zum Beispiel nach Kaldeum. Ich will Kaldeum wiedersehen. Ein verdienter Tod. Und Kurast will ich auch wiedersehen. Kommt Blizzard, macht 2000 Addons. Bis ich alt und gebrüchlich bin. Aber das wird wahrscheinlich wieder 2 Jahre gehen, bis das nächste Addon rauskommt, weil die einfach nicht entwickeln können. Die müssen ja ungefähr 24 Monatslohne haben, damit sie ein Game entwickeln können. Bevor können sie sich nicht, können sie das Spiel nicht rausbringen. Dass meine Mutter noch schneller. Der Haken trifft irgendwie nicht richtig. Der Goblin ist einfach zu nah drin gewesen und dadurch ist der Haken halt erst nach dem Gegner gespawnt. So, und wir haben Gleitschwinge. Hier oben. Gut, und... Ah ja, stimmt. Ich habe wieder die Berserker angesetzt und dann ist der Gegner einfach verpufft. So, jetzt haben wir noch einen, bevor wir dann auf Meister. Oh nein, noch 2 haben wir. Gut, das haben wir geschafft. Ohne unterbrochen zu werden. Und hier ist Totschläger arm. Stufe 62, jetzt haben wir Vulkan. Sehr schön. Wo ist das nächste Legendary? Ich brauche ein Legendary. Ich brauche doch ein Legendary. Ein wunderschönes Legendary. So.
Eigentlich fehlt jetzt nur noch der Soich, der Stone of Jardan und noch ja, ein guter Gürtel, der Explosionen auslöst. Dann sind wir eigentlich optimal. Also schon recht gut ausgerüstet. Und das ist der Vulkan. Man sieht ihn halt schlecht wegen den vielen Effekten. Aber ich werde ihn nachher nochmals einsetzen. Und das andere war nur ein Spiegelbild oder was war das? Keine Ahnung. So. 4400 Waffenschaden, cool. Also jetzt noch das letzte Kopfge. Ja, das ist schnell gemacht. Boom! Der Goblin ist leider unbesiegbar beim ersten Schlag. Sonst wäre der auch tot gewesen. Das haben sie extra gemacht. Das hat Blizzard extra gemacht. Dass wir ihn nicht eins in One hitten können. So, die zweite Ebene haben wir schon erreicht. Also nach diesem langen Gang. So, der Vulkan kommt wieder raus. Wieder nicht zu sehen. Der Vulkan war jetzt irgendwie nicht draußen. Oder habe ich das nur nicht gesehen? Also machen wir einmal ohne Gegner den Vulkan zum Sehen, zum Anschauen. So, Vulkan. Ah, der ist nur so klein. Okay. Schade, ich wollte einen 2 Meter, 3 Meter Vulkan. So, den haben wir auch getötet. Momentan ist es eher so ein, wie sagt man dem, Rushing Game, ein Speed Game da auf dem Handy, wo man da so durchrennt und hinten ist ausweicht, so ungefähr, solche Games, aber wir weichen den Hindernissen nicht aus, wir besiegen sie. Das wäre doch mal innovativ, kann niemand Handyspiele herstellen, mach doch mal so ein Game, wo man ganz viele Gegner töten muss. Durchrushen muss und Gegner töten muss. Das wird doch sicher spannender als nur durchlaufen und Gegner ausweichen und so. So richtig Action mit Blutspritzen und so. Riesenspinnies. Ah ja, ich habe noch mehrere Pläne gefunden von recht guten Items, zum Beispiel Singularität, einer der besten Orbs für die Zauberin. Und ja, andere gute, die ich die Namen nicht kenne. Das werde ich euch nachher noch zeigen, wenn ich es nicht vergesse. Kurz zur Schmiede laufen. Aber jetzt müssen wir mal den Durchgang finden zur Königin. Wir haben eine Audienz bei der Königin.
Ich wurde auserwählt, die Diener der Königin zu sein. Die Königin wird mich aufnehmen. Oh Gott, diese Einsiedler, der nervt extrem. So, wow, mal wieder ein Rar-Gegenstand. So. Irgendwo hier muss doch der Durchgang sein. Irgendwie ist die Höhle diesmal ein bisschen größer als letztes Mal. Ich brauche keine Essenzen mehr. Ich brauche Uniques, Legendaries. Ach, kommt schon. Ja, ich habe Sprint weggemacht, sonst wären wir 1000 Mal schneller unterwegs. Königliche Wache. Es schmerzt mich, zugeben zu müssen, dass unser König nicht mehr in der Lage ist, Vernunft und Wahnsinn. Ich könnte die Dinge eigentlich wegmachen und hier den Zorn hintun. So. Und jetzt hier Erdrutsch. Wir brauchen jetzt nicht mehr unbedingt die Ding. Die machen sowieso langsam wenig Schaden irgendwie. Und hier Sprint. Ich möchte hier noch, ja, den Marathon, bitte. Ja, aber nachher muss ich es wahrscheinlich wieder ändern. Also nur jetzt, um hier durch die Höhle zu gehen. So. Hallo. Sie haut schon auf. Sie haut schon auf. Oh mein Gott. Schaut sie wieder ab. Sie muss wahrscheinlich dreimal abbauen, bevor wir sie besiegen können. So. Schaffen wir sie jetzt? Ja. Sie ist sowieso gestunt worden. Und nicht mal ein Legendary. Ach, das da. Und das da. So. Haben wir nochmals einen Plan? Ich habe fast alle Pläne jetzt. Ich habe schon das dritte Achievement beim Plan sammeln von 4 gefunden. Also 3/4 habe ich schon von den Plänen. Und jetzt? Oh, ich muss mal ein paar Sachen verkaufen. Na, hier hat's gute Hosen. Nee, pro Sekunde, nein. Wir brauchen schon Leben pro Sekunde, pro Tötung. So, was haben wir hier? Nix. Ach, schade. Naja. Bisschen besser ist der schon. Und der hat einen Sockel. Cool, der hat einen Sockel. Das macht die Waffe noch um einiges stärker. Und diese Stiefel nehmen wir. Diese Stiefel wollen wir tragen. So, und ein Augeplan habe ich noch. Ah, das ist ein guter Gürtel. Ein guter Gürtel, Gott, oh Gott. Wir werden heute sowas verwöhnt. Also, jetzt müssen wir die Sachen hier reintun. Gut.
und diese Sachen. Das lagern, Edelsteine, Edelsteine reintun. So, und jetzt haben wir schon 84.000 Schaden. Und hier rein, rein, rein. Sehr schön. Jetzt kann ich euch hier zeigen, was ich alles habe. Ja, zum Beispiel Canes habe ich gefunden. Cane Set. Dann habe ich zum Beispiel hier Pentacruster habe ich gefunden. Der sieht noch, die Hand sieht noch geil aus. Schnellzuckgürtel. Mantelung des Rialem. Wickeltuch. Und hier habe ich schon ein bisschen mehr. Zum Beispiel Singularität hier. Könnten wir eigentlich langsam herstellen. Und zum Beispiel Schattenschwur. Ja, halt ganz viele gelben Gegenstände. Blutmagie Klinge. Oh, die will ich mal herstellen und dann schauen, wie das Blut trieft. Die Sternspitze. Nice. Okay, jetzt haben wir übrigens noch ein paar Gegenstände, die besser sind zum Ausrüsten. Sehe gerade nichts, was neu erscheint. Betören. Ist jetzt nicht so gut. Ich hätte sonst die Intelligenz umgeändert auf Stärke. Aber nö. Jetzt mache ich kurz einen neuen Part und dann machen wir Meister weiter.